Ja, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic, kommentiert von Rams Girata. So, wir sind in den letzten Folgen auf der unbekannten Welt im Prinzip vollkommen fertig geworden. Es gibt zumindest nichts mehr, was mir einfallen würde, was wir hier noch machen können. Moment, ja, das Tagebuch bestätigt das, also von daher ist es wirklich, dass wir hier fertig sind und ja, sie verlassen können. Mit der Ebonhawk zur Sternenschmiede abdampfen und uns um Malak und Bastila kümmern, ihnen nachstellen. Ach so, ja, ich erinnere mich, habe mich erstmal ein bisschen erschrocken. Ja, da kommen wir an. Die Crew erwartet uns ja, stimmt. Freut mich auch, um ehrlich zu sein. Ihr seid zurück. Aber wo ist Bastila? Lebt sie noch? Was ist im Inneren dieses Tempels geschehen? Ja, jetzt kommen wir an den Punkt, wo wir der Crew berichten müssen, was im Tempel passiert ist. Das ist natürlich jetzt auch eine schwere Aufgabe. Ja, ich denke mal, wir werden es ihnen schon beibringen. Bastila ist der dunklen Seite erlegen. Sie floh zur Sternenschmiede. Tot ist sie nicht. Keine Zeit, ist sehr, sehr unsensibel. Von daher, Bastila ist der dunklen Seite erlegen. Sie floh zur Sternenschmiede. Die dunkle Seite? Bastila? Nein. Wie konnte das passieren? Sie war schon immer für die dunkle Seite anfällig, Karth. Bastila war stark, aber gleichzeitig ungeduldig und starrköpfig. Malak hat sich ihre Schwächen zunutze gemacht. Dieser Planet ist ein verdorbener Ort. Die Sternenschmiede und der Tempel haben die Macht zu einem Instrument des Bösen gemacht. Genau wie Malak Bastila in eine Dienerin der Sith verwandelt hat. War klar, dass Karth so reagiert. Ungläubig. Ich meine, zwischen Karth und Bastila herrschte immer, ja, eine gewisse Argumentationskette, die man als Streit bezeichnen kann. Aber ich denke mal, Karth hat dennoch an ihre guten Motive geglaubt. Von daher trifft ihn das jetzt natürlich. Und ich bin mir auch nicht sicher, wie es die anderen trifft. Ich meine, Jolie und Johanny wissen es schon. Kenulus und Hakar wird es ziemlich egal sein. Aber Mission, da mache ich mir gerade so ein bisschen Gedanken, wie sie darauf reagieren wird. Ja. Aber sie kann auch noch gerettet werden, oder? Ja genau, wir schüren jetzt ein bisschen Hoffnung in der Gruppe. Vielleicht hat das auch einen großen Nutzen. Malak hat Bastila fest in der Hand. Es wird schwer für sie, sich seinem Einfluss zu entziehen. Vor allem, wenn man ihre lange Verbindung mit dir bedenkt. Denke an das Band, das zwischen euch gesponnen wurde, als sie dir das Leben rettete. Über dieses Band hat sie deine Erinnerungen berührt. Und das Echo der dunklen Mächte in dir. Aber es gibt noch Hoffnung für sie, richtig? Also wenn Revan der dunklen Seite widerstanden hat, dann kann Bastila das auch. Dann könnten wir sie immer noch retten. Also wir werden es auf jeden Fall versuchen. Ob es klappen wird, ich weiß es nicht. Eben auf dem Tempeldach haben wir gehörig versagt. Aber wir werden es auf jeden Fall versuchen, das stimmt schon. Ich weiß nicht, welches Schicksal auf uns wartet. Doch ich spüre, dass Bastila bei diesen Ereignissen eine entscheidende Rolle spielt. Ich habe keinen Zweifel daran, dass sie in der Sternenschmiede auf uns wartet. Ohne Zweifel. Lasst uns gehen, bevor sie ein größeres Empfangskomitee aufstellen kann. Okay. Und da sind wir in der Mhawk. Eins der letzten Male, dass wir unsere Gruppe jetzt noch so schön versammelt sehen. Schätze ich mal, also wie gesagt, meine Erinnerung äußerst lückenhaft. Aber naja, ich frage nochmal, bevor wir jetzt ja uns zur Sternenschmiede begeben, nicht schon wieder versprechen, möchte ich nochmal in die Runde fragen, ob sie noch was zu den aktuellen Ereignissen zu sagen haben. Ja? Was habt ihr auf dem Herzen? Mich? Okay, also wenn Karth nichts zu sagen hat, dann brauche ich bei den anderen eigentlich gar nicht erst anfangen. So ist es. Er bestätigt mir das. Jolie noch stichprobenartig und dann gehen wir auch zur Sternkarte. Du hast doch was auf dem Herzen, oder? Also Karte der Galaxis, aber er hat auch nichts zu sagen. Oh, alles klar. Spielen wir mit dem alten Narren. Der Kerl ist senil und vergisst sowieso alles, was ich sage. Warte, wie war das gleich? Okay, vielleicht ist auch einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Vielleicht kommt es ja später noch, also wie gesagt, aber ich weiß es nicht. So, kleine Sicherung noch. Was immer gleich passieren wird, ich möchte vorbereitet sein. Und nun ja, ins Cockpit. Oh, wir können nochmal rausgucken, das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Ach ja. Karte der Galaxis und ab zur Sternenschmiede. So, da ist die unbekannte Welt, hier die Sternenschmiede. Zu dieser unbekannten Raumstation gibt es in den Archiven der Republik keinen Eintrag. Okay, das ist relativ, ja klar, es gibt auch leider kein Bild, was auch verständlich ist. Von daher werden wir mal dahin reisen und, nun ja,
Ich hoffe mal, ich krieg das Gekatte mit den Zwischensequenzen gut hin. Die republikanische Flotte muss die Nachricht bekommen haben, als wir auf diesen Planeten gestürzt sind. Ich erhalte gerade eine Mitteilung von Ihnen. Admiral Thorn Dodonna und die Ebon Hawk, bitte melden. Admiral Dodonna, hier ist Karth Onasi. Wir empfangen eure Nachricht. Karth, ich bin erleichtert, ihr seid am Leben. Wir haben den Angriff auf die Stangenschmiede begonnen, müssen jedoch hohe Verluste hinnehmen. Wir haben die Sithes bloß geschafft, etwas in dieser Größenordnung zu bauen. Die Sternenschmiede wurde nicht von den Sith konstruiert, Admiral. Mir fehlt die Zeit, das jetzt genau zu erklären, aber diese Raumstation ist weit älter, als ihr glaubt. Vielleicht sollten wir uns zurückziehen. Ich bezweifle, dass wir über genug Feuerkraft verfügen, um gegen diese Technologie zu bestehen. Das geht nicht, Admiral. Die Sternenschmiede ist eine Fabrik von ungeheuren Ausmaßen. Sie spuckt Schiffe der Kapitolklasse, Schnappjäger und Angriffsdroiden aus und treibt die Kriegsanstrengungen des Sith an. Ihr müsst die Sternenschmiede vernichten, sonst wird der Gegner übermächtig. Dann haben wir wohl keine andere Wahl. Es wird allerdings nicht einfach werden. Ich kann unsere Schiffe nicht in die richtige Position bringen, um den Beschuss der Sternenschmiede zu beginnen. Die Sith sind einfach zu gut organisiert. Es ist, als wüssten sie, was wir als nächstes vorhaben. Wegen Bastila, Admiral. Sie ist zur dunklen Seite übergelaufen und jetzt Malak-Schülerin. Wir nehmen an, dass sie sich irgendwo auf dieser Raumstation befindet und ihre Kampfmeditation gegen euch und eure Flotte einsetzt. Das ist Master Vandar. Mehrere Jedi-Ritter stehen unter seinem Kommando. Wenn Bastila ihre Macht zugunsten der Sith ausnützt, ist Malaks Flotte unbesiegbar. Unsere einzige Hoffnung besteht darin, Bastila davon abzuhalten, ihre Kampfmeditation anzuwenden. Wie sollen wir das schaffen, wenn sie auf dieser Raumstation ist? Ich schicke ein paar Jedi-Ritter auf die Sternenschmiede, um Bastila zu suchen. Ihre kleinen Schiffe können die Sith-Blockade durchdringen und an der Station andocken. Wenn sie Bastila finden, können sie sie vielleicht ablenken. So könntet ihr eure Schiffe in Position bringen, um letztendlich die Sternenschmiede selbst anzugreifen. Nach allem, was ihr geleistet habt, Karth, wage ich nicht, euch zu fragen. Aber die Jedi werden jede Hilfe brauchen. Keine Bange, Admiral. Die Ebon Hawk und ihre Besatzung ziehen das hier bis zum Ende durch. Möge die Macht mit euch sein. So, da sind wir wieder. Ihr habt ja die Dialoge mitgekriegt. In den eigentlichen Zwischensequenzen habt ihr nicht wirklich was verpasst. Wir sind nur von der unbekannten Welt abgehoben. Und ja, dann auf die Sternschmiede zugeflogen und jetzt in einem Hangar der Sternschmiede gelandet. Man sieht es auch schon so ein bisschen. Hangartüren etc. Ja! Wir müssen Bastila also aufhalten. Es sind noch andere Jedi hier in der Sternenschmiede, die Master Vandar geschickt hat. Also ist er scheinbar bei dem Angriff auf Dantooine nicht wirklich ums Leben gekommen. Und nun ja, als einer dieser Jedi müssen wir jetzt Bastila finden und sie davon abhalten, ihre Kampfmeditation gegen die Republik einzusetzen, sodass diese wiederum die Chance haben, die Sternenschmiede selbst anzugreifen und zu zerstören. Und meine Gizka sind wieder da. Och, das ist ja toll. Ja, so viel erstmal zum aktuellen Geschehen. Wir werden jetzt gleich, ja, aus der Sternschmiede raustreten und uns einen Weg durch die Reihen der Sith kämpfen und im Prinzip Bastila selbst suchen. Ob wir sie finden werden, ist eine andere Frage. Ob wir sie dazu überreden können, auf die helle Seite zurückzukommen, ist auch nur noch eine andere Frage. Ich hoffe drauf, aber selbst wenn nicht, wir werden sie auf jeden Fall ablenken, die Kampfmeditation einzusetzen, sodass die Republik dann angreifen kann. Und ja, das ist der Plan. Nochmal eben schnell resümiert. Ich meine, ihr habt ihn ja schon in der kleinen Zwischensequenz mit Karth und Admiral Dodonna mitgekriegt. Also von daher streicheln wir jetzt noch zum Abschluss der Folge einen kleinen Gizka. Ich bin so überglücklich, dass sie wieder drauf sind auf der M-Hawk. Wahrscheinlich hat Kendris dran gedacht, dass ich die Gizka so sehr mag und sie vor dem Abflug noch eingeladen. Na, lassen wir es mal. Er ist glücklich. Wir stellen uns noch eben da an die Rampe ran. So, wenn ich denn da mal hinkommen würde. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic, kommentiert von Rams Girata für heute. Ja, mir hat es immer Spaß gemacht. Wir sind schon wieder einen riesigen Schritt in der Story nach vorne gekommen. Wir sind auf der Sternenschmiede, auch wenn wir noch nicht viel von ihr gesehen haben, aber wir sind drauf. Das nächste Mal werden wir uns dann auch in ihr Inneres begeben und ja, bis dahin.